Willkommen zurück zu Cuphead. In der letzten Folge haben wir erfolgreich eines der beiden Run-and-Gun-Level dieser Welt bestritten. Jetzt kümmern wir uns um das zweite. Und dann stehen uns noch 5 Bosse bevor. Haben wir ein bisschen zu tun. Ruck Ridge. Ich kann mich null dran erinnern. Wahrscheinlich gleich, wenn ich sehe. Ach du Scheiße, ja. Oh, jetzt weiß ich wieder. Okay. Ja, guck mal, die Axt. Guck mal, die Axt. Ja, Junge, da hast du ja so gedacht, ne? Was? Hier sollte ich vielleicht bei diesem Zwischenboss definitiv den... Das war ja richtig dämlich. Das ist genauso. Was ich eigentlich sagen wollte, bei dir... bei dir den Stärkenschuss nehmen und in dich reindashen. Das war der... der super risky Plan, der leider, wer hätte das gedacht, schiefgegangen ist. Jetzt lasse ich aber erstmal bitte das Ding... Oh, Junge. Das war schon wieder... Bitte! Wieso? Der Wind fängt schon an, bevor der sein Maul aufmacht. Was soll das denn? Voll unfair. Ich wollte gerade ansetzen und mich freuen, dass ich ihn richtig genatzt habe. Aber in Wirklichkeit hat er mich genatzt. Aber mal so richtig. Aber mal so richtig. Das war richtig gut. So. Huhu, die zu holen ist aber echt fies. Freunde. Was passiert hier? Was macht denn Grisou hier? Grisou will Feuerwehrmann werden. Das ist schon mal fest. Ihr habt eine Münze geholt. Mehr Glück als Verstand. Hallo, ihr Schweinchen. Hi. Aus dem Boden ploppende Schweine, gut versteckte Münzen. Ich mag das Level. Jetzt mag ich es nicht mehr. Ich mag es nicht mehr. Blödes Level. Okay. Geh weg mit deinem Tintending oder was auch immer das ist. Heißt geschafft? Ach du Himmel! Oh Gott! Entschuldigung, dass ich nichts gesagt habe. Errungenschaft freigeschaltet. Koffer ist voll. Oh
Der letzte Part war übel. Egal, wir haben es geschafft mit Münzen, aber ich glaube nicht, dass jetzt schon der Weg freigelegt wird zum... Oh doch! Nice, Mann! Dann gehen wir jetzt einkaufen. Auf jeden Fall möchte ich... Oder habe ich Double Parry schon gekauft? Habe ich schon gekauft. Hier, euer Double Parry, Auto Parry meine ich. Whetstone Parry Attack. Your first Parry Move doubles as a damaging Axe Attack. Ich habe noch 10. 3, 3, 4. Das sind genau 10. Okay. Twinheart. Adds 2 additional hit points, but weakens your attack power. Hold attack to increase damage. No rapid fire, so precise. Da ich mich schon mal fast bild, ne? Vier, drei, sieben, fünf, zwölf. Gibt's noch ein Run-and-Gun-Level oder habe ich 5 Münzen in der freien Welt verpasst? Freien Welt in Anführungszeichen, wenn man es denn so nennen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das 2 Hitpoints klingt zwar cool mehr, aber weniger Attack-Power finde ich irgendwie nicht so geil. Wir kaufen mal das noch und wir kaufen mal das noch. So. Goodbye. Dann ist alle, ne? Wir können ja auch mal gucken. Schüsse haben wir alle. Super, es fehlt noch eine. Und bei Charm fehlt halt auch nur noch der Double Hit Point. Ich möchte das Mausoleum mal mit dem Auto Parry versuchen. Das sagt ja, glaube ich, dass der erste Parry... Ich muss mal kurz das testen. Richtig gut. Okay, tatsächlich der erste. Das Oppi? Oppes? Das war super knapp. Nein! Errungenschaft freigeschaltet. Bouncing Ball. Was ist Bouncing Ball? Ich muss die Errungenschaft mal nachgucken. Also der erste Parry quasi, nachdem ich den Boden berührt habe, ist frei. Das heißt, bei den beiden Oppes hier musste ich zum Beispiel nicht den A-Knopf drücken. Genauso wenig wie bei ihm. In die kannst du halt mit dem Auto-Parry einfach reinjumpen. Ist halt auch geil. Das war wieder mega knapp. Victory! Jawoll! Jetzt kriegen wir unsere letzte Super. Die erzählt ja irgendwie auch immer den gleichen Schmarrn. Yo, you unlocked a new Super. Ich weiß nicht, ob ich die mal zeigen soll. Ich würde die... Ihr würdet sie wahrscheinlich gerne mal sehen. Not everyone earns a grade A rating, if you know what I mean. And not everyone can maintain that level of quality over time. Consistency, my dear friends, that is what it's all about. Then you will experience the scintillating sensations that I do. Okay. Du bist ja ein richtig toller Hecht.
Welchen Boss gucken wir uns an? Welchen haben wir denn noch? Wir haben hier oben den Junk, also den Schrottplatz. Und wir haben hier hinten noch einen, ne? Hier. Bin immer noch super irritiert, dass ich da eine Münze gefunden habe. Ohne Scheiß. Komm, wir gucken mal hier noch rein. Kayla Maria in High Seas High Jinx. Ich habe Auto-Parry dabei. Oh, Flugzeuglevel. Können wir bitte Exit to Map? Entschuldigung. Wobei das... Es war gerade scheißegal, ne, weil es ein Fluglevel war. Auto-Parry brauche ich jetzt aber nicht. Invisible Dash ist einfach zu gut, um ihn rauszunehmen. Dass der Supermeter automatisch gefüllt wird, ist ganz cool. Mehr aber auch nicht. Ein zusätzlicher Hitpunkt. Hitpunkt. Was ist denn mit mir? Trefferpunkt oder Hitpoint? Eins von beiden, lieber Amras. Auto-Parry ist, wie gesagt, in den Mausoleen, war jetzt beim letzten Mausoleum echt hilfreich. Das wäre ohne Auto-Parry eine ganze Kante schwieriger gewesen. Und Parry-Attack habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Reizt mich aber auch nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Fluglevel. Da war was. Da wäre es scheißegal gewesen. Okay. Hallo, hübsche Frau. Du bist eine Medusa. Machst du mich zu Stein? Was macht die Schildkröte da unten? Okay, die schießt so Dinger ab, die sind relativ... Verfolgen mich diese Fische? Gehen die auch kaputt? Nee, die gehen nur irgendwann weg, okay. Hallo? 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 Wow. Hoho. Das ist richtig heftig. Fliegen auf meine Position zu. Habe ich das nicht gesehen? Was macht der? Was macht das Pferd? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn? Was soll ich denn? Aua! Was soll ich denn gegen einen riesigen Fisch im Gesicht machen? Nee, was soll ich bei dem Wasserstrahl machen? Ich kann doch, ich meine, das klein machen, das bringt mich ja nicht weiter. Der geht ja einmal über einen kompletten Screen. Ich muss offensichtlich gucken, wo genau. Die Phase finde ich super. Kannst du viel öfter machen. Die ist ja mega easy. Das war eigentlich dumm, weil... Ja, Luna! Schildkröte geht auch. Aber in Kombination mit diesem Elektrofisch, ne? Kannst du vergessen. Elektrofisch. Ich muss. Kann ich? Ach, das drückt mich nur nach oben. Das macht keinen Schaden. Ich verstehe. Wir waren kurz vor Phase 2. Ja gut, wenn man das alles erstmal so weiß, dann ist das ja gar nicht mehr so schlimm. Blöder Elektrofisch. Und dann schmeißt du auch noch den nach, den dicken nach dir, weißt du? Weißt du? Weißt du? Ich habe nicht auf die Schildkröte geachtet. Würde das Pferd so freundlich sein? Natürlich. Ich schieße dir jetzt erstmal eine dicke Rakete ins Gesicht. Bombe, was auch immer. Was machen wir denn da?
War das Licht nicht auch über den ganzen Screen? Wie konnte ich denn da? Da konnte ich doch gar nicht wirklich ausweichen, oder doch? Oder etwa doch? Also Schildkröte alleine ist ja super easy. Hör mal auf, hier so einen Molly zu machen. Elektrofischi, geh weg. Jetzt hatte ich gerade Pferd, Elektrofisch und sie hat den dicken Fisch nach mir geworfen. Was ist denn mit ihr? Die Schildkröte macht nix. Wir sind in Phase 2. Ah! Das war blöd. Ich wollte gerade fragen, was machen denn die Totenköpfe? Sie töten mich. Ich habe in der zweiten Phase irgendwie noch nicht so richtig rausgefunden, wie ich aus diesem Steindings rauskomme. Ich weiß nicht, ob ich den Schuss wechseln muss oder irgendwie so was Komisches machen muss. Wie ich das überlebt habe, keine Ahnung. Wichtig ist, dass ich es überlebt habe. Den Parry lasse ich mal. Den nehme ich mit. Den nehme ich auch mit. Super krasser Scheiß ist das hier. Phase 2. Volles Leben finde ich jetzt gar nicht schlecht. Mann! Nein, jetzt hat die das gezündet, die olle Sau. Letzte Phase und wieder nur ein HP. A brawl is surely brewing. And begin. Okay, das habe ich kein Problem mit. Wobei, kommt doch mal, was jetzt kommt. Ja, natürlich. Was ist denn mit mir nicht richtig? Was ist denn mit mir nicht richtig? Erstmal ins Gesicht, weil ich zweimal verkackt habe und sie ist schuld. Da wusste ich gerade nicht, was ich machen soll. Eigentlich war sie ja schon in der zweiten Phase. Warum war sie noch nie in der zweiten Phase? Wie ich immer aber am Anfang voll unter die Achseln ballere. Lady.
Das ist scheiße mit dem Pferd zusammen, wenn ich das mal so anmerken darf. Großer Fisch. Letzter Versuch für diese Folge. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich habe vergessen, dass sie da kurz vergessen, dass sie kurz unverwundbar ist in der Phase. Okay, das kann keine überleben. Okay, wir machen mit diesem Boss in der nächsten Folge weiter. Schaffen wir aber. Im Optimalfall komme ich mit 3 HP. Das kann man ja schaffen. Ich weiß nur noch nicht bei der zweiten Phase, ob ich irgendwie diesem Versteinern ausweichen kann. Wenn ich ganz vorne in der Nähe von ihr bin, dann ja. Aber das sind ja meist die Aale. Oder kommen die? Oder die kommen dann. Weißt du? Müssen wir mal gucken. Aber im Optimalfall habe ich 3 HP in der letzten Phase. Und dann... Auch da habe ich nicht so wirklich den Plan, wie ich dem... in diesem engen Tunnel quasi auch da dem Versteinern ausweichen kann. Oder irgendwie, weiß ich nicht, dafür sorgen kann, dass ich nicht versteinert werde. Oder ich muss darauf achten, wenn ich versteinert werde, dass ich dann nicht auf so ein Ding zufliege, sondern irgendwie Glück habe und keine Ahnung. Werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Bisher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.